30 Grad, Hitzeschlacht am Ring und Bruno Spengler heißt der strahlende Sieger am Samstag in der Eifel. Bei der Qualifikation zum 6. Lauf der DTM am Nürburgring gewann der Kanadier im BMW M3 DTM. Hinter Spengler gleich 3 Audi-Piloten, auf Startplatz 2 am Sonntag im Rennen Eduardo Mortada, dahinter Philippe Albuquerque und Mike Rockenfeller, der bei seinem Heimrennen besonders motiviert sein sollte. Platz 5 für den Vorjahres-Champion Martin Tomczyk. Für die beiden Führenden im Gesamtklassement verlief das Qualifying in der Hitzehölle Nürburgring ernüchternd. Jamie Green als bester Mercedes-Pilot nur auf Platz 7. Gary Paffett, der bisherige Dominator der DTM-Saison 2012, schon in Q2 ausgeschieden. Paffett am Sonntag nur von Platz 11. Für den Gesamtdritten in dieser Saison und Gewinner des Qualifyings Bruno Spengler ist das Rennen am Sonntag somit die große Chance, seine Position in der Gesamtwertung weiter zu verbessern.